Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror bzw. zu diesem Schieberätsel. Das berühmte Schieberätsel. Ich weiß nicht. Okay. Okay, so, ich muss erstmal gucken, wie sich das jetzt verschiebt. Was, wie, wo, hin muss das erste hier oben, das erste Zeichen, das bleibt. Das Bild habe ich vor mir, wie ich das machen und drehen und ziehen muss. Da oben kommt natürlich wieder mal was hin, was. Ach so, hier oben kann ich das hinziehen. Ach, das ist die freie Fläche. Ah, klar, okay. Ich glaube. Nach Lösungen und solchen Schatzen kann man ja nicht gehen. ja. Ich muss dieses, was so unten nach unten ist, muss hier hin. Genau, das ist erstmal richtig. Und dann muss aber das Teil hier hin, aber das hier oben muss raus. Kriege ich denn das da oben raus, wenn ich das dorthin muss, tun muss? Hört schon wieder auf hier. Das hier ist falsch. Ich muss das so drehen können, dass dieses Teil hier landet. Ich will das da nicht verschieben. Ihr seht schon. Ja, und du musst da oben hin. Wie kriege ich denn das? Ah, ja, okay. Da muss ich jetzt so drehen. Wenn ich das drehe, ist das zwar hier und das ist wieder dort und das ist wieder verschoben. Ach Gott, nein. Nein. Moment, nochmal. Das, oh, das kann dauern, Leute. Nein, das hat keinen Sinn. Da kriege ich den hier oben nicht raus. Da ist das dann dort. Wo das ist, muss das sein. Okay, jetzt muss ich es mal so drehen. Wo das ist, muss das sein. Habe ich das jetzt richtig verstanden, was ich erzählt habe? Das muss hier sein, so. Ach ja, wo ich unten anfangen. Ich mache mal die unterste Reihe. Ja, das stimmt hier überein, seht ihr das? Ja. Oh, wir werden schon mal die Symbole, die übereinstimmen würden. Und zwar alle. Alle, die unterste Reihe ist komplett richtig. Das wäre der zweite, die wäre dann so. Allerdings müsste das Teil dann dorthin. Ja, die unterste Reihe ist komplett richtig. Das wäre so. Und dann müssen das hier.
will nicht zu viel verdrehen. So, dann muss das mal raus. Und das ist, muss dann das hin, oder? Jetzt ist der doch wieder weg. Oh, ey, komm, Kabel, bitte, gib mir Leine. Ein Mauskabel, das hängt. Gib mir keine Leine. Das muss zum Beispiel hier hin, aber das verschiebe ich ja sowieso wieder. Jetzt kommt das hier oben wieder rein, ey. Alter, wieso? Warum? Oh! Ja, der Tierkreis war die richtige Kombination. Alter! Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Moment, ich war jetzt erschrocken. Och Gott sei Dank hat das aufgenommen. Oh, Herz. Bleib stehen. Was machen Sie da? Wie sind Sie reingekommen? Geben Sie mir um Gottes Willen die Schlüssel. Ich wollte nur das Innere der Gruft sehen. Da darf niemand rein. Wenn Madame erfahren würde, dass Sie drin waren, würde ich die Schuld bekommen. Diesen Ort zu bewachen gehört zu meinem Job. Und Madame verlässt sich darauf, dass ich es mache. Wenn Sie es ihr nicht sagen, wird sie es nie erfahren. Sie haben Glück. Ich würde noch mehr Ärger bekommen als Sie, wenn es rauskäme, dass ich Sie da reingelassen habe. Verflucht, wie hat er mich hier bloß gefunden? Irgendwie muss ich wieder hinein. Aber wie? Vermutlich wird es am besten sein, nachts wiederzukommen. Also bedeutet zurück ins Schloss. Und erstmal hier rein. Wir gehen erstmal wieder ab. Boah, jetzt echt jetzt das Rätsel. Ich muss mich erstmal sammeln. Ich glaube, ich hing damals ziemlich lange an der ganzen Sache fest. Vor Jahren, vor 10 Jahren vielleicht. Das sind so Rätsel, die man sich merkt. So, gibt's noch was zu bereden, bevor ich ins Bett gehe? Ich möchte dich etwas fragen, Richard. Oh, warte einen Moment.
Ich höre. Erinnerst du dich an unser Gespräch über das Grab? Aber ja. Bist du reingekommen? Ja und nein. Ich möchte es nach wie vor gründlich untersuchen. Langsam entwickle ich Interesse an dir, junger Mann. Warum bist du eigentlich nach Wales gekommen? Und warum dieses brennende Interesse an unserem Grab? Leider kann ich die Sache noch nicht erklären. Ich verstehe nicht, was dich an diesem Ort so fasziniert. Ich muss einfach irgendwie hinein. Das ist alles. Aber? Aber Louis lässt mich nicht. Louis will keinen Ärger. Er tut nur das, was man ihm gesagt hat. Wenn es etwas anderes wäre, würde ich es für dich regeln. Aber das Grab ist ein Problem. Eleanor ist sehr respektvoll ihren Vorfahren gegenüber und lässt es bewachen, als wäre es ein Heiligtum. Da kann ich nicht viel machen, fürchte ich. Aber niemand wird davon erfahren. Das verspreche ich. Ich brauche den Schlüssel nur für ein paar Stunden. Nein, völlig unmöglich. Eleanor nimmt Louis den Schlüssel abends ab und bewahrt ihn über Nacht bei sich im Schlafzimmer auf. Was schlägst du denn vor? Ich? Nun, vielleicht... Ich kann nichts versprechen, aber wenn du mir hilfst, helfe ich dir reinzukommen. Ich tue alles, was nötig ist. Also, wie sieht der Plan aus? Ich erkläre dir alles später, aber ich habe ein paar Regeln. Erstens, du musst hierher kommen, wenn es dunkel ist. Zweitens, du darfst es niemandem sagen. Warum machst du das eigentlich? Warum ich dir helfe, meinst du? Ich habe meine Gründe, genau wie du deine. Also, wie sieht's aus? In Ordnung, ich bin dabei. Na schön, dann sind wir uns einig. Dann überlasse ich dich deiner Arbeit. Ja, nachts wiederkommen. Den Schlüssel abnehmen. Wieder in die Gruft. Na stimmt, ich hab... Na gut, ich hab den... Ich hab das zweite... Verdammt, wie hieß es denn nochmal? Zepter. Den zweiten, den heiligen Schlüssel. Mann, oh Mann. Ich vergesse schon alles. Was ist denn jetzt los? Versuchen wir noch mit ihm zu reden? Naja, ein letzter Versuch. Ich habe ihm nichts zu sagen. Ja, er kann ruhig alleine rumheulen. Nein, der heult nicht rum, der baut immer noch an sein. Ich gehe auf mein Zimmer und ruhe mich ein wenig aus. Ich muss abends wieder in das Grab. Ich wartete, bis im Schloss völlige Stille herrschte, um sicherzugehen, dass ich mich unbemerkt aus meinem Zimmer schleichen konnte. Er ist schon unten. Ja, reingehen wird er bestimmt nicht nochmal. Das war ja Quatsch, oder? Der Eingang ist abgeschlossen. Ja, so wie sich das gehört. Die Oberfläche reflektiert das Mondlicht. Das erinnert mich an unseren verhängnisvollen kleinen Brunnen. Er muss auch noch eine Bedeutung haben, weil sonst... Dieser Ort sieht nachts ganz anders aus. Er sieht richtig romantisch aus. Ach ja, hier liegt doch was. Kleine Steine.
ein paar kleine Steine. Richard hat sich eingeschlossen. Hat er unsere Abmachung vergessen? Irgendwie muss ich seine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ja, die kleinen Steine natürlich. Ja. Kann ich die gegen ein Fenster schmeißen? Und war hier vorne eins, wo ich dagegen schmeißen kann. Ich schau noch mal. Von hier aus kann man nicht hineinsehen. Richard erwartet mich, wie vereinbart. Ja, das sollte mir aber auch aufmachen. Jawohl. Ich werde versuchen, das Fenster zu treffen. Ach, vorbei. Ja, was denn nun? Hoffentlich war das drinnen zu hören. Ich sollte lieber schnell zur Tür gehen. Viermal. Nee, der trifft. Ich habe dich erwartet. Folge mir. Dann ist alles klar? Ja, ich glaube schon. Ich sollte vielleicht lieber den ganzen Prozess noch einmal erklären. Nein, nicht nötig. Ich habe alles verstanden. Du wirst mir helfen müssen. Halte dich während des Experiments strikt an meine Anweisung. In Ordnung? Natürlich. Variante 2. Variante 2. Variante 7 folgt. Schön langsam, damit es Zeit hat, sich zu vermischen. Ich verstehe. Zurück zu Variante 2. Nummer 3 folgt. 2 und 3 folgen. Jetzt müssen wir ein wenig warten. Gut, jetzt ist der Moment gekommen. Ab jetzt ist es einfach. Drehe einfach runter, wie ich es dir sage. Ja. Langsam, langsam, weiter. Gut, wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch das Oxidationsmittel hinzufügen. Oxidationsmittel? Was für ein Oxidationsmittel? Das, was du heute Nachmittag aufgetrieben hast. So ein Glück, dass du den Apotheker getroffen hast. Tja, vielleicht sollte ich dir etwas sagen. Dann beeil dich, die Zeit ist gleich um. Das Oxidationsmittel, weißt du, es ist eigentlich nicht... Jetzt! Wie konnte das passieren? Ich habe meine Berechnung mehrfach überprüft. Fehler waren ausgeschlossen. Nun, vielleicht... Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Es ist nicht deine Schuld. Irgendwo muss ich einen Fehler bei den Verhältnissen gemacht haben. Verdammt! Tja, jeder macht mal einen Fehler. Naja, du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt bin ich an der Reihe. Es ist da neben der Tür, in dieser grünen Flasche. Flasche? Du hast versprochen, mir Zugang zum Grab zu verschaffen. Ich habe versprochen, dir den Zugang zu erleichtern. Dir muss doch klar sein, dass ich Eleanor nicht in die Augen sehen könnte, wenn sie erfahren würde, dass ich dir den Schlüssel geliehen habe. Sicher, aber was soll ich mit dieser Flasche? Der Behälter ist nicht von Belang. Auf den Inhalt kommt es an. Das ist eine stark konzentrierte Säure, die fast alle Metallverbindungen, die es gibt, zersetzen kann. Das müsste dir weiterhelfen. Gut, danke. Nein, jetzt nicht.
Eine starke, konzentrierte Säure, die Richard mir gegeben hat. Oh, hier leuchtet alles. Schön, schön, schön. Okay, jetzt soll ich die Säure wohl... Ja, wie es aussieht, ja. Mal sehen, wie stark diese Säure ist. Sehr gut, das Schloss ist abgefallen. Habe ich die Säure noch? Ah, ich dachte, ich könnte hier bei dem Schloss irgendwas ätzen. Ein Geheimgang. Dann nichts wie hin. Wo sollte ich noch was? Nein. Weiter kann ich nicht gehen. Das Grab ist gesichert wie ein Tresor. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich meinem Ziel näher komme. Ich glaube, ich brauche den richtigen Schlüssel. Das Schloss sieht alt und ziemlich kompliziert aus. Aber dieses Symbol auf dem Schloss, das habe ich schon mal gesehen. Vielleicht der Heilige... Nein, ich glaube, die werden irgendwo anders eingesetzt. Eine normale Münze wird es auch nicht machen. Ja, ich habe ja sonst nichts. Soll ich Blut benutzen? Blut habe ich ja immer noch. Ich glaube, ich brauche den richtigen Schlüssel. Das Schloss sieht alt und ziemlich... Aber dieses Symbol auf dem... Ja. Ich habe keinen Schlüssel. Hier hinten ist alles gemacht. Soll ich jetzt wirklich zurückgehen, so kurz vorm Ziel? Ich habe ja wirklich klar, ich habe das hier, das hier, das. Benutzt die Säure nichts. Wo soll ich die Säure benutzen? Letzter Versuch. Ist zwar dumm, aber. Der Schlüssel ging nicht. So. Blut ging auch nicht. Feuerzeug ist sinnlos. Ihr merkt schon, ihr merkt schon. Und die Säure. Ja, mir fehlt der Schlüssel. Wo habe ich wohl so ein Symbol gesehen? Die Silhouette der Kirchenruine ragt aus dem Sumpf. Wie eine Warnung. Kann ich wohl nichts tun, oder? Ich muss nochmal nachfragen. Darf ich dich einen Moment stören? Ja, aber beeil dich, ich habe viel zu tun. In der Kapelle ist ein eigenartiges kreuzähnliches Symbol. Weißt du zufällig etwas darüber? Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Es ist ein altes Symbol der adligen Familie dieses Guts. Merkwürdig. Es ist mir dort nie aufgefallen. Eleanor hat das einzig verbliebene Exemplar in ihrem Schmuckkasten. Das würde ich gerne sehen. Wo ist dieser Schmuckkasten genau? Sie hat ihn meistens in ihrer Nähe. Wahrscheinlich ist er irgendwo im Wohnsaal. Das Schloss wird schon für die Nacht abgeschlossen sein. Nimm meinen Schlüssel von dem Tisch da drüben. Danke. Dann überlasse ich dich deiner Arbeit. Auf einmal klappt's. Auf einmal welchen Schlüssel von dem Tisch da drüben. Jetzt ist sie völlig zerstört. Hoffentlich erfährt Richard die Gründe erst, wenn ich wieder weggefahren bin. Alles kaputt. Die Explosion hat ihn umgeworfen. Jetzt sickert irgendeine Chemikalie heraus. Ich glaube, Richard wird eine ganze Weile brauchen, bis er wieder experimentieren kann. Die Ketten führen zur Decke des Turms. Schlüssel für das Schmuckkästchen. Ich hab doch auch noch irgendwo. Nein, das ist nicht mehr da. Also das, wo die Melodie zu hören war, die er kennt. Die Tür ist abgeschlossen. Ah, ja, jawohl. Ja. Okay, der Schlüssel. Okay, schauen wir uns wieder mal in Ruhe um. Und das sieht so aus, als, ja, der Kamin ist erstmal aus, als wäre hier was, oder nicht? Das Feuer ist ausgegangen. Noch ein Rätsel. Boah! Das Unterteil sieht genauso aus wie die Öffnung im Gitter des unterirdischen Grabes. Ja, da. Die Treppe hoch, die gehe ich bestimmt nicht. Ich kann jetzt nicht nach oben gehen. Ich würde Eleanor wecken. Sie muss nicht erfahren, dass ich nachts durch das Schloss laufe. Was habe ich denn überhaupt? Was war jetzt los? Dieses Teil, das Amulett habe ich rausgenommen. Aus der Unterseite ragt Eisen. Ja, dann nichts wie hin in Richtung Tor endlich mal. So, dann lass mal einsetzen.
Ah, ich sehe es schon vor mir. Ja, die nächsten Rätsel warten schon. Ach so, hier geht's lang. Gruft. Das muss Durkheims Grab sein. Sie sind alle aus Stein gemeißelt. Bis auf ihre Größe ist nichts Außergewöhnliches daran. Warum gibt es im Grab so viele davon? Sie sind alle aus Stein gemeißelt. Durch die Nebelschwaden ist es unmöglich, die Entfernung bis zum Boden zu schätzen. Das Loch in dem eingestürzten Boden könnte sehr tief sein. Ich bleibe lieber auf Distanz. Die Wurzeln sind hier hineingewachsen. Bald werden sie die ganze Decke des Grabes zum Einsturz bringen. Oben ist eine Öffnung. Der Kluge möge den Kopf eines anderen benutzen. Ich will versuchen, den Deckel wegzuschieben. Oh nein! Oh nein! Ich möge den Kopf eines anderen benutzen. Ich bin schon wieder gestorben. Leute, es soll doch nicht mein Kopf sein. Okay, die verschiedenen Tode, zum Glück habe ich gespeichert. Oh, zum Glück. Wer hier nicht abspeichert, der ist geliefert. Jetzt bin ich schon das zweite Mal gestorben im Spiel. Das gibt's nicht, war der Kopf ab. Das passiert mir nicht nochmal. Oh, nichts wie hin jetzt. Möge den Kopf eines anderen benutzen. Ja. Aber anschauen kann ich es mir doch dann bestimmt hoffentlich schon. Alter. Ob ich nochmal speichere ab dem Zeitpunkt hier, wenn es doch nochmal passiert. Ich glaube schon. Das muss Durkheims Grab sein. Durch die Nebelschwaden ist es unmöglich, die Entfernung bis zum Boden zu schätzen. Das Loch in dem eingestürzten Boden könnte sehr tief sein. Die Wurzeln sind hier. Bald werden sie. Oben ist eine Öffnung. Der Kluge möge den Kopf eines anderen benutzen. Das Grab oder Kopf ab hätte ich es können nennen. Nochmal gespeichert. Möge den Kopf eines anderen benutzen, ja. Sie sind alle aus Stein gemeißelt. Bis auf ihre Größe ist nichts Außergewöhnliches daran. Warum gibt es im Grab so viele davon? Oben ist eine Öffnung. Und was soll da rein? Steine? Feuer?
ich einen Schädel abschießen? Oh. Macht sein aber auch nicht einfach. Ah, da geht's nicht hin. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Blut. Auch nicht. Ist da irgendein kleines Loch oder irgendwas? Ihr seht schon, es ist Verzweiflungstaktik. Oh mein Gott, irgendwas muss doch in die Öffnung passen. Oben ist eine Öffnung. Ich gehe noch mal zurück. Ich muss das noch mal wissen. Er hat zu tun. Ein Schürhaken für den Kamin. Ein Schürhaken. So, nimm den doch mit, steck den in die Öffnung. Ich fürchte, mir fehlt hier was Wichtiges. Weil sonst ist mein Kopf wieder ab. Leute, ich weiß es echt nicht. Das ist auch nichts, was ich irgendwie vielleicht wegnehmen könnte oder mitnehmen. Das ist seltsam jetzt. Ich will, oh, mein Magen knurrt. Hör auf. Oben ist eine Öffnung. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich. Ich will ja auch nicht mehr so lange rumlaufen. Boah, ich glaube, ich beende das erstmal hier. Leute, seid mir nicht böse. Ist ein bisschen kürzer diesmal. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Black Mirror. Wir werden schon sehen, wie wir das Grab, ohne den Kopf zu verlieren, aufbekommen. Ja, aber die Todesanimationen haben wir zumindest mal gesehen. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Black Mirror. Ja, ich bin erstmal weg. Tschüss.